Hallo und herzlich willkommen an meinem Arbeitsplatz. Heute möchte ich dir einmal zeigen, wie du die verschiedenen Texturpinsel verwenden kannst und wie du es auch einstellen kannst, dass es ein bisschen mehr 3D-mäßig ausschaut. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen angefangen, mal eine Grafik zu zeichnen, aber um dir das dann zu zeigen, eben wie das besser ist wegen der Textur. Also komm mit, ich schalte dich jetzt gleich auf meinen Bildschirm. So, jetzt sind wir da und zwar hier siehst du jetzt meine Grafik, meine Cartoon-Figur und ich habe jetzt schon angefangen, die Blätter ein bisschen zu zeichnen. Und wie man sieht, sind die ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, ich habe hier, muss ich mal jetzt ein bisschen umdrehen, sonst kommt es bei mir immer im Pink. Naja, hier einmal einen Texturpinsel verwendet, dann für die Außenlinie einen zweiten und dann habe ich aber die Außenlinie noch mit einem Wischpinsel verwischt und dann habe ich noch, wie du hier besser sehen kannst, wahrscheinlich noch ein Muster reingezeichnet, das man aber, wenn man möchte und es öfters gebraucht, sich selber auch erstellen könnte. Und wie ich das jetzt das Ganze gemacht habe, ich mache jetzt mal alles weg, bis auf das eine Blatt. Also wenn du hier bei den Häkchen einfach länger hältst, schaltet sich alles an der Seite aus, bis auf diese eine Ebene, wo du eben haben möchtest. Wie man hier sehen kann, habe ich hier nur den Inhalt, also eine ganz einfach eine Fläche gemacht. Und was ich jetzt als erstes mache, ist jetzt eine weitere Ebene nochmal drüber zu machen und dann gleich die Clipping-Maske anzuschalten, um es einfach für mich gleich visuell darzustellen, wie ich es haben möchte. Dann wähle ich noch meinen Pinsel aus. Muss ich nur gucken, weil das ist ein neues Paket. Das habe ich jetzt noch nicht so lange, beziehungsweise ist jetzt noch in der Entstehung. Und soweit ich jetzt weiß, war das dieser Pinsel. Da muss ich jetzt mir noch die Farben suchen. Wenn ich das nicht mehr weiß, schaue ich immer nach, okay, nee, habe ich jetzt schon längst wieder weg, aber hier habe ich sie noch abgespeichert. Also am besten immer noch so ein Trick, speichert dir die Farben irgendwie als extra Projekt ab, damit du auch immer weißt, welche Farben du verwendet hast, solltest du mal eine Pause machen oder so. So, und jetzt habe ich diesen Texturpinsel, gehe ich mal ganz leicht drüber, wie man merkt, also nur mal so für dich, wenn ich jetzt das nochmal wegmache, wenn ich jetzt fest aufdrücke, sieht dir anders aus, als wenn ich jetzt leicht aufdrücke, als würde ich jetzt nur so ganz leicht drauf tippen. Und dann muss ich eben versuchen oder selber mal austesten, wie viel Druck ich bei diesem einen Pinsel brauche, um eben diese Textur zu kreieren, dass das nicht immer ganz dick ausschaut oder total schwach, sondern einfach nur wie in der Natur eben auch. Und danach habe ich dann nochmal eine extra Ebene gemacht, wieder mit einer Clipping-Maske. Diesmal habe ich nicht den Pinsel 2, den müssten eigentlich alle Steady-Folger von mir haben, mit dem Geschenk das letzte Mal bekommen haben. Und das kann man aber auch mit dem gleichen Pinsel machen. Wie man sieht, habe ich jetzt da gleich hier einfach nur die Stärke nach unten gesetzt, also die Pinselbreite, um mal jetzt einfach hier außen die Pinselstriche drumherum. Kann jetzt die gleiche Farbe nehmen oder eben eine etwas dunklere. Schauen wir mal, wenn ich es jetzt ein bisschen dunkler nehme, wie es dann ausschaut, dann sieht man schon, dann ist es eher wie so eine, wie heißen die denn? Ein Blatt, die Monsterblätter oder sowas, die sind ja außen, wenn man die mal anschaut, sind die ja immer sehr dunkel und innen drin sehr hell. Und mit dem Wischfinger, da habe ich den von Cartoon Brush die Shade 3 eingestellt. Mache ich mal vielleicht ein bisschen größer, mal gucken, welche Größe habe ich jetzt ungefähr. Also, es ist jetzt 42. Man muss es ja nicht immer so genau machen. Also wenn es jetzt 41, 40 hast oder so, musst dann selber mal gucken, wie das ist. Und dann sieht man ja, je nachdem, wie weit du da drüber gehst,
desto mehr verwischt sich das und geht mir in so einen Schatten rein, dass es einfach der Kanten von dem Blatt ist. So, und dann, wenn ich dann wieder alle anschalten will, drücke ich einfach wieder meine Ebene ganz lang, die ich vorhin gedrückt habe, und schon habe ich mein Blatt hier drinnen reingezeichnet. Und so einfach geht die Schattenzeichnung. Was ich aber jetzt noch vergessen habe, ist ja dieses Karo-Muster, könnte man jetzt sagen. Und da schalte ich jetzt auch wieder eine neue Ebene, Clipping-Maske, dann gehe ich wieder auf den gleichen Pinsel, mache den bloß ein bisschen weiter nach noch kleiner und dann kann ich das so lassen. Ich weiß ja, das ist dieses Blatt. Dann gehe ich einfach, weil es ja eine Clipping-Maske ist, so drüber. Muss nicht gleichmäßig sein. Und weil man das dann so stark sieht, kann man hier noch die Deckkraft zurücksetzen. Und dann habe ich, glaube ich, für den anderen immer so 29. Das merkt man sich einfach. Oder vielleicht machst du dir einen kleinen Zettel und schreibst es dir auf. Und ja, so zeichnet man jetzt mit Textur. Wenn du noch Fragen hast, schreib es mir gerne in den Kommentarfeld. Und ansonsten sehen wir uns bald. Bis dann.